So, da sind wir auch schon wieder zurück mit den ersten Wochenaufgaben. Diesmal müssen wir herstellen einen Mechanikbogen, einen Mechanikbubenbogen und einen Mechanik-Schockbogen. Wie wir die Bögen herstellen, hatte ich ja schon mal ein Video hergestellt. Schon mal gesagt. Also, wir müssen hier uns erstmal einen normalen Tüftlerbogen holen. Die liegen überall in der Welt rum. Das Ganze kann ich euch nur empfehlen. Macht in Gruppenkeile, definitiv. Was ihr braucht, sind natürlich 6 Granaten und eine Impulsgranate. Und für den Bogen herzustellen, braucht ihr auf jeden Fall 4 Mechanikteile. Ich habe mir die ganze jetzt eh, die Teile eben bei Sweety Sense besorgt, nämlich genau da, wo die ganzen Bodenwagen stehen. Da habe ich auch die Granaten gefunden und den Rest natürlich auch. So, jetzt gehen wir hin. Ich hoffe, mich sieht jetzt hier keiner. Erstmal den Mechanikbogen herstellen. So, zack. Holen wir das natürlich mit. Dann wieder Steuerkreuz nach oben. Wieder R1. Und jetzt kann ich halt aussuchen. Entweder den Schockbogen herstellen oder eben den Boombogen. Natürlich kann ich jetzt nur einen herstellen, weil jetzt machen wir gerade mal den Boombogen. Zack, da seht ihr schon die nächsten 1000 XP. Dann könnt ihr nämlich mit diesem Bogen erstmal nichts mehr machen. Heißt, bestenfalls müsst ihr halt direkt 2 grüne Bogen finden, 8 Mechanikteile, die 2 Bögen dann jeweils aufwerten auf den Mechanikbogen und dann einmal mit den Granaten zum Boombogen machen und dann mit den Schockwellen zum Schockwellenbogen. Ich glaube, so heißt er dann. Ich gehe mir jetzt mal auf ganz entspannt noch hier einen Bogen suchen. Ein Mechanikteil fehlt mir noch. Ihr seht, ich habe 3 und so habt ihr die Aufgabe eigentlich ganz easy gemacht. Wenn ihr mich natürlich supporten wollt, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, gerne auch meinen Creator-Code benutzen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bei der nächsten Aufgabe und haut rein.